Kleiner Ausflug in die Jugendsprache. Wenn sich einer richtig blöd anstellt, dann sagen viele Jugendliche, du Noob, du Anfänger. Das ist schon eine ordentliche Beschimpfung. Noch schlimmer aber wird es, wenn man über einen anderen sagt, der ist ja voll NPC. Heißt in etwa, der ist weder okay noch doof, sondern einfach egal und farblos. Am allerschlimmsten aber dürfte sein, dass ich in den Tagesthemen überhaupt versuche, mit Jugendsprache zu hantieren, voll Side-Eye. Also so peinlich, dass man die Augen verdreht. Viele dieser Jugendworte entstammen der Gamer-Szene, die sich gerade auf der Gamescom in Köln trifft. NPC zum Beispiel steht für Non-Playable Character, also für eine nicht spielbare Figur und ist nur ein Beweis dafür, wie die Spielewelt inzwischen die gesamte Sprach- und Popkultur erobert und sogar selbst verfilmt wird. Katharina Spreyer. Diese Kulisse ist inzwischen Kult. Die Science-Fiction-Serie Stranger Things, nachgebaut auf der Gamescom. Demnächst soll sie als Videospiel rauskommen. Der Streaming-Anbieter Netflix hat hier einen der größten Stände. Wir glauben ganz fest an Games, denn wir denken, es ist eine super Möglichkeit, unseren Fans, den Mitgliedern, unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, noch tiefer in die Welten einzutauchen, der Serien und der Filme, die sie lieben. Denn aus Spielen werden inzwischen Blockbuster gemacht. Ein Beispiel, das Videospiel The Last of Us ist zur Fernsehserie geworden und wurde gleich für mehrere Emmys nominiert, als erste ihrer Art. Ihr macht uns keine Angst. Bei ihm hat's geklappt. Außerdem werden Hollywood-Stars zu Spielfiguren. Keanu Reeves etwa, in einer der Neuerscheinungen des Jahres, im Spiel Cyberpunk Phantom Liberty. Und in der Fortsetzung des Spieleklassikers Diablo leiht Schauspielerin Gemma Chan einer Figur ihre Stimme. Es ist mein erstes Videospiel, aber ich habe gutes Storytelling in verschiedensten Formen schon immer geschätzt. Gute Geschichten erleben, das ist den Fans auch beim Spielen immer wichtiger. Die Spieler haben ja immer eine gute Storyline auch und gute Charaktere und schon ein gutes Grundgerüst, was sie hergeben. Und wenn man dann einen guten Producer hat, der eine anständige Serie draus macht, kann man da viel rausholen. Ich bin halt Mitte 30. Damals war das halt noch ganz anders. Da war das Interesse ein ganz anderes, was Gaming anbelangte, als heute. Und heute ist es viel offener, viel normaler, sag ich mal. Wenn man erzählt, hey, ich game, dann ist das so, okay, ist cool. Das System funktioniert. Laut dem Deutschen Gameverband spielen inzwischen 6 von 10 Deutschen zwischen 6 und 69 Jahren regelmäßig. Auf Konsole, dem PC oder dem Smartphone. Mehr Spieler an den Konsolen heißt mehr Zuschauer vor den Fernsehern und umgekehrt, sagt Medienkulturwissenschaftler Andreas Rauscher. Die verschiedenen Medien bieten Eintrittspunkte dafür an. Also es kann durchaus sein, dass jemand die Serie The Last of Us sieht und dann anfängt, sich für das Spiel zu interessieren. Oder umgekehrt, dass durch dieses Spiel Leute auf die Serie aufmerksam werden. Filme und Videospiele. Die Branchen profitieren voneinander. Kein Wunder also, dass die Grenzen mehr und mehr verwischen.